Ich mach die Tür mal zu hier. Ja. Drück doch. Ich wollte die eigentlich langsam zumachen, aber das geht anscheinend nicht. Hände waschen. Was ist das denn da? Irgendein Organ. Ja, ab damit in die Mikrowelle. Ja. Und Schleichwerbung. Huch! Okay, jetzt sind wir der Typ, der hier die Blutspuren hinterlässt. Wir können da reingehen. Okay, dann gehen wir erstmal ins Männer-Frauen-Unisex-Klo. Wir machen die jetzt aber langsam auf. Also ich muss jetzt gedrückt halten, ne? Achso, sie ist zugeschlossen. Na gut, dann wollt nicht stören. Mach ruhig weiter. Und hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen durch den Luftschacht, Luftschacht. Ich habe keine Lust darauf. Aber gut. Hallo? So, der Taste muss ich drücken. Also, dann noch dieses Atmen dazu. Ich sehe nichts. Okay. Also hier war ja nichts mehr gewesen. Wir können ja auch nichts machen, ne? Nope. Alles klar, also muss ich in die Richtung. Die sind schon ein bisschen unfreundlich, oder? Überall werden uns die Türen verschlossen. Okay. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier. Ich überlege, dass das jetzt die fucking Einleitung ist. Und ich jetzt schon komplett fertig bin irgendwie. So, ich darf jetzt hier runterspringen, ne? Da passiert jetzt auch nichts. Irgendwie Fallschaden oder so. Nope. Speichert. Okay. Das sieht ja alles so abgefuckt aus, Leute. Also in der Nervenanstalt, wo ich Zivi gemacht habe, die sah nicht ganz so schlimm aus. Ähnlich, aber nicht ganz so schlimm. Hier kommen wir auch nicht vorbei. Bibliothek. Mach die mal bitte langsam auf. Ey, das ist doch nicht euer Ernst! Ja, aber wo soll ich denn jetzt hin? Ich muss da ja rein, glaube ich, oder? Und Batterien sind bald alle. Na gut, ich kann dann nachladen. Alter! Ja, da hängt eine. Er lebt sogar noch. They killed us. Sequoia. The variants. Ja, wahrscheinlich die mit den Stufe 4 Hormonen. Jetzt muss gleich Batterien nachladen. Ob den ganzen Sicherheitsterminal uns öffnen. Okay. Alter. Was haben die denn hier angestellt, Mann? Das ist doch total krass. Und das ist wahrscheinlich irgendein Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter. Wurde jetzt quasi gefeuert. Boah, jetzt kann doch nicht wahr sein, ich bin völlig fertig jetzt schon. Alter! So, drücke linke Maus, also ja, raus hier. Da ist einer. Okay, verstecken. Alter. Meine Hände zittern. Ein bisschen. Könntest du mal bitte aufhören, so schwer zu atmen? Wobei ich nicht wissen will. Wie ich in der Situation. Ich würde wahrscheinlich einfach ohnmächtig werden. Kein Plan.
Ich meine, noch könnte man ja zurückgehen, ne? Aber nein, nicht möglich. So, ich muss mal nachladen hier. So, zwei Batterien haben wir dann noch. Fuck, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich nur eine Batterie. Das war dumm. Ich wollte eigentlich die Tür noch aufmachen. Ich wollte nämlich gerade sagen, man muss damit sparsam umgehen. So viel dazu. Egal. So, hier ist erstmal nichts Interessantes, außer dieser Arm da in der Toilette. Aber dass jetzt hier Gliedmaßen rumliegen und so, daran haben wir uns jetzt ja schon gewöhnt. So, hier war ein Typ reingegangen. Die Tür würde ich erstmal ungern aufmachen. Und hier ist ja auch hell. Ah, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen mit der Batterie. Ich kann mir vorstellen, dass wir die dann... Alter! Ey, was sind das für Typen, Mann? And who are you, then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Deine Ziele werden dem Notizblock angezeigt. Okay. Ja, jetzt will er abhauen. Davor kam auch, konnte man wohl nicht auf die... Also mich regt das richtig auf gerade. Ist wie bei Horrorfilmen so. Wieso konnte man denn nicht davor schon auf die Idee kommen, dass man vielleicht einfach wieder umdreht, nachdem da irgendwie bei Blut ist und weiß ich nicht. Naja, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und wir wurden auserwählt. Naja, die spielen jetzt mit uns halt. Ich spiele jetzt mit uns, so sahmäßig oder so. Tja, die haben alle ihren Kopf verloren. Auch nichts machen. Ah, mich ärgert das so, dass ich die Batterien rausgehauen habe. Hoffentlich kriegt man dann irgendwie welche. Hier ist ja heller. Hier ist eine Batterie, ne? Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das freut mich. So ein Zehnerpack wäre cool. Muss ich wirklich sagen. Aber mich ärgert das auch so, dass ich dann so abgehe, plötzlich. Also so erschrecke, weil ich habe mich ja darauf eingestellt. Man muss sich ja bei dem Spiel darauf einstellen, dass die halt solche Dinger hier einbauen. Aber das war halt gut gesetzt gewesen. Ich habe genau in dem Moment halt nicht so... Also wenn man nicht drauf gefasst ist, dann erschreckt man halt. Und gerade ich dann ziemlich extrem jedes Mal. Wäre halt hammergeil, wenn wir das Passwort hätten, so, ne? Aber haben wir halt nicht. Aber vielleicht finden wir ja irgendwo noch eine Batterie. Können wir das irgendwie aufheben? Ne, können wir nicht. Ah, die sind hier auch immer ein bisschen markiert, die Items, die wir aufheben können. Blut! Bin gerade ein bisschen aufgekratzt. Achso, das ist noch vom Rechner. Halte Q oder E gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen. Na, cool. Oh, das ist doch schon wieder... Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt schon aus diesem großen Raum raus. Da ist einer. Aber wenn der in dem Rollstuhl sitzt, kann der vielleicht nicht laufen, nicht den Exit. Und die Tür geht nicht auf. Okay, ich werde einfach mal hinschleichen, keine Ahnung. Der pennt, oder?
kann er bestimmt noch laufen, wenn er aufwacht. Alter! Ja, das ist ja ein geiles Programm. Aber hier gehe ich jetzt nicht rein. Muss ich aber. Hier komme ich nicht lang. Die verarschen mich doch. Das kann nicht sein, dass sie mich nicht sehen. Gerade bei diesem Programm, Alter. So ultra langweilig. Boah, Alter, ist das krass. Auch mit der Musikkarte noch. Ich hoffe aber mal, dass... Ich muss ja nicht hier lang, ne? Ich habe ja voll das Bedürfnis, so hier zu machen. Ne? Also, so ein bisschen... Wie wenn man Super Mario spielt und wo drüber springen will. Wenn man so, so mit dem Körper mitgeht. Okay, hier die Tür aufmachen. Langsam bitte. Ich versuche mich immer zu konzentrieren, dass ich nicht erschrecke dann, wenn ich die Tür aufmache oder so. Okay, hier sehen wir auch so genug. Ich weiß so gar nicht, wie das dann in dem Let's Play ist. Also wenn ihr das Video seht, wie dunkel das dann bei euch ist. Bei mir auf dem Bildschirm ist nämlich alles immer ein bisschen dunkler. Auf meinem Fernseher. So, ich laufe mal wieder normal. Ein Regal. Ich hatte gehofft, das wäre irgendwie eine Leiter oder so. Das ist ein Kamin, oder? Kommen wir hier irgendwo lang? Sieht nicht so aus. Ach, der ist tot. Ja, gut, das Mitarbeiter. Drücke linke Maustaste und Schlüsselkarte. Ah, für Sicherheitstürme aufgenommen. Wunderbar. Also wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Pferde. Man sieht halt trotzdem manchmal auch nichts hier, wenn es irgendwie zu hell ist. Oder wie blendet oder so. Eine Batterie haben wir ja auch nicht. Die Frage ist halt natürlich jetzt nur, wo der Sicherheitsterminal ist. Einfach die Tür aufmachen. Das ist so gemein, weil hier überall Exit steht, aber man kommt nicht raus. Hier ist der nicht, ne? Das ist jetzt Tom, ne? Ich überlege nur gerade, wo hier der Sicherheitsterminal dann sein wird. Das ist gerade ein bisschen mein Problem. Es muss auf jeden Fall wieder zurück, so wie es aussieht. Hier ist wieder ein Luftschacht. Aber da komme ich erstmal nicht rein. Okay, wir haben was notiert. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gerochener Männer? Gebrochene Männer wahrscheinlich. Statt auf einem leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Okay, also muss ich wahrscheinlich gar keine Angst vor denen haben. Erstmal, also zumindest vor den Typen. Ja gut, das lese ich jetzt aber auch nochmal vor, wenn ich es verpasst habe, die Notiz. Keine Ahnung, wann der das notiert hat, wahrscheinlich, wo ich erschrocken bin. Ich bin drin, überall Leichen, Blutverbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tode, Mirkov, Wissenschaftler, hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Mirkov Advanced Research Systems. Mirkov hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Dass er dann noch so ruhig sowas notieren kann, ist der absolute Wahnsinn. Wie wollte Mirkov Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte.
wenn ich reingekommen bin. Ja, was habe ich denn gesagt, Alter? Ganz ehrlich, Mann. Muss ich nämlich den ganzen Scheiße nicht machen. Wir werden fertig mit dem Let's Play. So. Also, ich versuche mal zu laufen. Wenn ich sterbe, kann ich irgendwie speichern? Nee, kann ich nicht, ne? Also, ich kann speichern und beenden. Ich probiere es mal.